Hallo alle zusammen, wir sind hier wieder bei Hashtag Team Chaos Blauball, Team Blauball Chaos. Nein, Hashtag Chaos Blauball. Hashtag Chaos Blauball und Running Red mit Taitei und Maxi. Hallo. Hallo. Das wollte ich hören, brav. Okay, gut, ne? Ja, wir sind hier. Meine Axt ist kaputt. Oh nö. Nee. Was tust du dann? Ich mach mir eine neue. Wow. Entspannt. Okay. Ich brauche noch Holz, weil ich muss die Brücke hier weitermachen zum Turm. Ja, deswegen brauche ich eine Axt. Gut, ne? Ja, das ist entspannt. Aber du kannst ja auch Bäume abfällen, ohne dass du eine Axt hast. Tch, da bin ich so, mir zu fein für. Sowas mache ich nicht. Du bist ja echt chillen, ey. Ich komme gleich noch zurück und ja, füll schon mal die Altare auf, bitte. Ich habe ein bisschen Holz. Bisschen? Ja, weil ich habe die Plattform weitergebaut, anstatt es dir zu geben. Oha. Hm. Das ist aber frech. Das ist frech. So. Ich ein bisschen aber lauter. Wir brauchen echt jetzt so langsam eine Nahrungsmittelquelle. Ja. Wenn ihr nicht die Schweine getötet hättet. Das war Maxi. Ja, Maxi ist aber scheiße. Es gab nur ein Schwein und das eine Schwein hat sich dann Suizid. Das hat sich selber umgebracht, das wollt ihr euch nicht sehen. Ich glaube, wir müssen mindestens eine 20x20 große Dirtfläche haben mit Gras bewachsen, damit da Tiere spawnen. Und oh Gott, deswegen würde ich die Insel, wo wir oben. Leuchte haben, doch deinen neuen Steg aus, du! Nö! Aus Prinzip nicht. Deswegen würde ich die neue Insel, wo wir oben haben. Ja, ich wollte nämlich die gerade anfangen mit Dirt auszulegen und plötzlich kommt da so eine Zombie-Haut an und sagt, hallo! Ja, hallo. Vergrößern auf jeden Fall mit Dirt. Komplett. Kann einer von euch nochmal kurz den Altar auffüllen? Ein bisschen. Ja, klar, hast du ein Messer? Ja, na gut, du hast doch dein eigenes. Hol dir doch eins aus. Ich leg das mal zurück in die Truhe, damit ich das, falls ich sterbe, nicht verliere. Das ist natürlich interessant. Befriedigt dich das? Befriedigt das deine niederen Gelüste? Ja, ich hab dir mal Holz zugeschmissen. Ich fühle mich gebraucht. Missbraucht, wenn dann. Nein. Doch. Oh, ich hab 32. Ja. Hab ich dir doch gerade gesagt. Echt? Oh, du hörst mir gar nicht zu, ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte mein Gehirn weggekifft, obwohl ich nicht kiffe. Irgendwie fühle ich mich manchmal dumm. Manchmal? Kann das sein? Oder manchmal denke ich auch, ich habe vielleicht eine Behinderung und ich weiß es nicht, weil wegen der Behinderung. Ich denke, das wäre alles normal. Kann das sein? Das kann auch durchaus sein. Keine Ahnung, von was du redest. Nicht? Also ich stimme ihn einfach nur zu, dann ist er ruhiger. Ah, okay. Nein, wisst ihr ehrlich nicht, was ich meine? Also, wenn man eine Behinderung hat, dann weiß man das ja natürlich nicht, weil man denkt, das ist halt normales Verhalten. Und manchmal denke ich... Weiß ich nicht. Oder? Also ich meine, wenn du irgendwie jetzt geistig ein bisschen behindert bist, dann wirst du ja nicht denken, oh, ich bin geistig behindert. Weil dann könntest du ja theoretisch dein Verhalten kontrollieren und dann wärst du ja nicht mehr behindert. Das ist so voll ey, mein Fakten. Voll Meta. Weißt du? Ja. Oder weißt du nicht? Ich glaube, du weißt nicht, oder? Ja. Ich denke nicht, wieder schlafen. Ja, Moment, warte, ich mach mal kurz hier. Das ist genauso, wie manche Leute nach 20 Jahren erst merken, dass sie ihr ganzes Leben schon gestottert haben. Weil sie es vorher nicht gewusst haben, damit sie stottern. Weil für die das einfach normal ist. Genau so ist das. Ne? Ja, naja, sie wissen schon, damit es stotternde Leute gibt. Aber es ist halt so, damit die nicht das mitkriegen. Also du, im Kopf hört sich das bei denen flüssig an, sozusagen. Ja, ich weiß, weil für die das normal ist, theoretisch. Mhm. Komm, wir gehen jetzt erstmal pennen. Stimmt, das wäre eine Idee. Ja. Und es wird dunkel. Und Kevin legte sich schlafen. Juhu! Ich mag Kevin nicht. So. Hast du den Steg da hinten jetzt ausgeleuchtet? Nein, mir kam leider eine Zombie-Horde entgegen, bevor ich das tun konnte. Ja, schlecht. Ist der Iron-Ore-Busch schon gewachsen? Das wollte ich gerade nachschauen. Ich wollte doch gerade am Gange da so überhaupt so ein bisschen...
Die Zombie-Horde kommt jetzt übrigens auch mir wieder entgegen. Das ist keine Zombie-Horde, das ist ein Creeper und ein Skelett. Warum das ist für mich ist das eine Horde, außerdem sind da noch zwei Spinnen dabei. Crazy, miese. Miese, das, Krise. Ich wollte gerade sagen, du steckst dich damit Loch und kommt gar nicht mehr raus. So. Ich mag Löcher. Au! Hallo! Kann ich dich treffen? Nee. was kannst du eigentlich? Oh, geh weg. Endlich. Froh, die eine Spinne ist gerade runtergefallen. Echt? Das war ich. Das ist mein Verdienst. Und nein, die Fische sind nicht gewachsen. Das dauert wohl ein bisschen länger. Brauchen die überhaupt? Die brauchen noch bestimmt Platz zum Wachsen, oder? Nein, also die wachsen nur, die werden größer oder wachsen irgendwann Beeren dran. Das reicht völlig aus. Okay. Also du eigentlich bist hier der Meister. Ja, ich habe das jetzt schon in zwei Modpacks gesehen, solche Büsche, und die sind eigentlich immer. Das Problem ist, ich bin mir nicht 100% sicher, ob die vielleicht auf Stein wachsen müssen. Das weiß ich nicht. Ich kenne die nur von Monstercraft, deswegen. Ja, und ich habe sie bisher auch immer nur auf Stein gepflanzt, deswegen bin ich mir so ziemlich unsicher. Ich habe sie einfach immer nur in die Smeltery geschmissen, aber die wollten nicht. Yeah! Ich bin einfach Monsterkiller 3000! Und die machen Schaden. Wer? Die Büsche, wenn man draufsteht. Ach so. Und dagegen läufst. Und weh. Wow, das wird jetzt eine ganz interessante Folge für meine Zuschauer, wie ich hier den Steg mache. Spatze, ich tue seit 3 Folgen die ganze Zeit noch Holz in den Blutaltar. Ja, unser Hellreisel. Wie gut, dass wir beide dabei sind, ne? Sonst wäre es nämlich ziemlich langweilig, würde ich sagen. Habt ihr nichts zu erzählen? Ich habe immer die falsche Taste bei Shift. Ich habe normalerweise auf Tab Shift liegen. Und jetzt habe ich doch für mich schon, weil ich muss gleich mein Headset anschließen, das piept gerade, das wird gleich alle. Ich kann STRG nicht drücken oder wo liegt es denn drauf? Auf Shift. Auf Shift, ja. Da habe ich Probleme, das zu drücken. Ich habe kleine Hände. Ich habe mir mal mein, was war das, der linke? Ja, der linke kleinen Finger habe ich mir mal gebrochen und da hatte ich da so eine Schiene dran. Dann war das richtig schwer damit aufzunehmen, Alter, weil ich dann einfach nicht sprinten oder mich in Deckung bringen konnte. Oh nein, wir haben Mammut. Ich muss mal eben nachgucken in Controls. Haben wir Fast Mining Mod oder wie das irgendwie so eine. Du meinst den Timber Mod? Ja, es gibt aber auch so eine Mining-Mod, damit kannst du denn auch sogar im Minenschacht als alles Minen, was irgendwie mit dem Werkzeug abgebaut werden kann, von dem gleichen Material, was du gerade abbaust. Das heißt, mit den Crooks könntest du auch alle Blätter auf einmal mit der Axt, alle Holzstämme, die in dem Fall verbunden sind, abbauen. Einzige Problem, damit muss man aufpassen, falls man hier auf diese Oak-Slabs drückt, dann baut er auch alle Oak-Slabs ab, die man mit dem Werkzeug abbauen kann. Aber es gibt halt irgendeine Taste dafür, die man gedrückt halten muss, im Normalfall. Ja, bestimmt ist es X. Ich guck gerade in den Controls, aber es sieht nicht aus. X ist die coolste Taste, die es gibt. Und warum? Weil es X ist. Jeder mag X. Okay. Jeder mag X. Oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe mir noch nie Gedanken über X gemacht. Echt nicht? Kennst du diesen X-Man? Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich finde meine Witze besser. Die sind rassistischer. Ja. Wusstest du, dass du ein Gesicht auf der Hose... Oh Gott, jetzt wächst mir so ein Baum in der Fresse, ey. Was wolltest du sagen? Dass du ein Gesicht auf der Hose hast. Von deinem Minecraft-Skin. Ja, unten auf den Knien. Sieht so aus, als hättest du da jemanden, der dich auf Augenbrauen hochzieht. Hä? Auf den Knien? Wenn ich laufe, meinst du? Nein. Eisli gegen Mammutbaum. Eisli hat gewonnen. Ich habe den damals ja selbst gepixelt und ich habe, wenn ich laufe, ein kleines Feature eingebaut. Man sieht was zwischen deinen Beinen. Haha! Ja, ist tatsächlich so. Oh Gott. Ja, das kann man sehen. Ja, man muss eben mal zu dir kommen. Naja, also man muss halt mit der Kamera dann halt so drunter fahren, ne? Dann kann man halt das kleine Feature sehen. Nee, kannst du es sehen? Oh, nee, ich kann nicht sehen. Nee, geht nicht, ne? Ja, es ist. Wow, ich bin gerade in 3D-Modus halt, ha? Huh? Ja, da ist die Tumor leid, kann ich zwischen seinen Beinen sehen. Och Mann. Ihr wollt doch alle nur gucken. Ihr wollt mich doch nur ausnutzen, ich weiß es doch. Du hast es ja noch gar nicht weitergebaut. Was habe ich noch gar nicht weitergebaut? Du doch nicht, Maxi. Die Insel. So. Nee, ich weiß, aber das war ja auch, ich war ja auch abgelenkt. Nimm doch mal den Haufen Dirt, wo er da hat.
wo er da hat. Ich habe da probiert, hier habe ich probiert sowieso mal gucken, ob das, ob ich mir Platz machen kann für Pflanzen, für Büsche. Ja, wir brauchen halt Tiere und deswegen brauchen wir eine größere. Aber wenn mein Headset jetzt den Strom ausgeht, höre ich euch denn, also dann wird die Aufnahme trotzdem weiterlaufen mit euch zu hören, oder? Ja. Müsste ja theoretisch. Ja, klar. Okay. Dann höre ich euch nur nicht. Ja gut, dann kann ich das auch ein bisschen, das ist ein bisschen egal. Ja, ist ganz cool, wenn wir dich nicht mehr hören. Du, nein, ihr hört mich trotzdem. Egal. Oh, ich muss die Holzdinger wieder reinhauen und ich habe keine Lust. Oh, Alter, also ich hab so einen Krampf im kleinen Finger, weil ich. Oh, Alter. Weil ich die ganze Zeit Shift drücke. I know that feeling. Hä? You know that. Ich kenn das. I know that feeling. Was sag ich so eine 25x25? Was? Ich weiß es nicht zu 100%. Mach's mal 30x30, dann sind wir auf der sicheren Seite. Kein Problem, haben ja endlos Ressourcen. Ja. On the safe side of life. Haha. Seht ihr? Bright side, eigentlich ist es ja. Bright side of life. Hätten wir die Blutaltäre nicht genau nebeneinander stellen können, dann müsste ich nicht. Wäre einfacher gewesen, auf jeden Fall, ja. Man kann sie am Abbauen oder nicht. Ach nee, kann man nur mit Pickaxe, ne? Ja, ich habe eine Pickaxe, wenn sie leer sind. Ich weiß nämlich nicht, ob das Blut verloren geht. Alter! Du meinst, das trocknet einfach aus? Ich hab mich schon gefragt, ob das Ding ausbluten kann. Austrocknen kann. Plötzlich hast du deine Schorfschicht drauf. Muss man also abkratzen. Ja, ist voll eklig. Ach, eislich sportlich. Ich guck gern so, wie sich Frauen bewegen. Echt los. Ich bin schwul. Weißt du was? Komm mal her. Was denn? Ich kann grad nicht. Hier. Was denn? Viel Spaß damit. Ey, pass auf, sonst kommentiert Ali Schwarzer unter deinem Video. Das kann doch nicht angehen. Immer sexistische Witze hier. Und dann wirst du gemobbt und dann stehst du irgendwann in der Bild-Zeitung. Und dann kriegt dein Kanal so einen negativen Push, ne? Es ist mir sowas egal. Ich 1000 Frauen rufen. Aha, du bist also auch so einer, dem es nur ums Geld geht. Ja? Ja, natürlich. Ich verdiene Millionen jetzt schon mit Facebook. Bei mir genauso. Okay, der Weg da hinten sieht ziemlich scheiße aus, ist er auch. Und ja. Aber da muss ich jetzt ehrlich sein. Im Endeffekt, wenn ich davon leben könnte, würde ich sofort machen. So. Natürlich. Ich meine. Ich kann in den mittleren kein Blut reinmachen. Soll ich mal? Soll mal der Babu ran? Ich weiß nicht, es gab ja mal diese große Aufregung, dass sich die YouTuber dann nur noch verkaufen. Also, sorry, es ist halt ein Job. Es ist ein Job irgendwo, ne? Ne. Ich würde da trotzdem nur noch was machen, was mir auch wirklich irgendwo ernst gemeint ist, beziehungsweise mir auch am Herzen liegt zum Beispiel. Also, wenn ich Werbung für ein Spiel mache, es gehört irgendwo zu unserem Job. Wir sind ja, also, das ist ja irgendwo... Naja, also, ich persönlich finde... Der Babu schafft es auch nicht. Auch wenn man so einen großen Einfluss hat wie manche YouTuber, dann sollte man darauf schon achten, was man verkauft. Und ich würde immer... Wenn ich für ein Produkt Werbung mache, das aus meiner eigenen Überzeugung machen und mich dafür verkaufen. Und ich würde auch immer negative Aspekte nennen würden. Ja, ganz klar. Also gerade was bei Spielen angeht. Das Projekt, das Produkt ist so geil, das gerade was Spiele angeht, sollte gewährleistet sein, dass ich, auch wenn ich dafür bezahlt werde, trotzdem meine Meinungsfreiheit habe. Das heißt, wenn mir das Spiel, einige Sachen des Spiels nicht passen, kann ich immer noch sagen, okay, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht am Spiel, aber ist auch eine persönliche Meinung. So. Natürlich. Sollte das unterbunden sein mit einem Vertrag, in dem Fall ein Werbevertrag, dann würde ich mir das auch gar nicht erst weiter durchlesen. Dann würde ich direkt sagen, nö. Meine Meinung. Und ich denke auch nicht, dass das Promotion war ich schon, das, wie heißt das, wenn man Sponsoring zum Beispiel? Sponsoring oder Product Placement. Ich denke auch nicht, dass das schlecht ist, solange es transparent und ehrlich passiert. So, ja, aber ich weiß nicht, bei Product Placement, ich meine, das wird dir ja schon zugestellt, wenn du in einem Livestream eine Cola trinkst. Sorry, aber das ist ein bisschen lächerlich. Ja, natürlich. Also, das natürlich ist nicht alles Livestream, Product Placement. Was man jetzt irgendwie in die Kamera hält, weil ich meine, was willst du denn tragen? Willst du Selfmade-Klamotten tragen? Willst du die selbst häkeln oder was? Genau, du häkelst deine Klamotten selbst. Ja, dann bist du aber richtiger Hipster. Ich meine, das ist Bullshit, aber solange, also, und im Grunde kann man ja auch Werbung für Coca-Cola machen, juckt mich nicht, aber... Da hast du Holz.
solange man das transparent macht, ist alles in Ordnung. Und man muss sich dann halt auch auf die Leute verlassen können. Und die dann sagen, ja, ich mache das jetzt, weil ich dafür bezahlt werde. Ist aber immer noch meine ehrliche Meinung und so weiter. So sehe ich das Ganze. Wir haben einen Altar, der kaputt ist. Wie kaputt? Da geht kein Blut rein. Wir wetten. Und nee, ich glaube, das ist, weil der zu nah bei den anderen steht. Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich aus Versehen in den mittleren gepumpt. Jetzt ist da Blut drin, by the way. Bisschen. Huch, oh. Warte, ich habe hier gerade so einen Kompass genommen. Wie ein Kompass? Da fehlt Blut. Nee, diese Chopped Woods, die sehen bei mir aus wie ein Kompass. Wie? Ich hab da einmal reingeblutet und jetzt ist er weg. Läuft der aus? Also, es hat noch nicht mal einen Holz gebracht. Jetzt habe ich kein Herz mehr. Er muss erstmal regenerieren. Ich hab noch 6, noch 10 Rohhölzer. Dann lass die mal da, das nächste Mal. Ja, ich kann Apropos das nächste Mal. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 16 Minuten. Genau. Ungefähr. Der ist schon wieder leer. Alter, wie viele Creeper spawnen hier und auf diesem Gebiet? Ich habe erst ein Holz daraus gehabt. Nee, vielleicht sollten wir denen. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es die Kombination. Ich glaube, die ziehen Blut aus von an. Kann das angehen, dass da vielleicht der mittlere von den beiden anderen wegsaugt? Irgendwie? Nein, es ist. Du kannst ja auch Blut opfern, wenn du neben den ganzen Altaren stehst. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich aufgeteilt. Wenn du irgendwie hier Blut opferst, dann wird es auf alle drei aufgeteilt oder so ein Spaß. Genau. Na gut. Das klären wir dann beim nächsten Mal. Eis die deine Folge. Warte, ich muss mich noch pieksen. Ich experimentiere gleich ein bisschen rum. So. Okay. Die zwei Chaoten und ihre Ansicht, was die heute oder was die in der Folge gemacht haben, könnt ihr bei denen sehen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Hashtag Chaos Blower. Yo. Ciao.